Hi und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von The Innsmouth Case. Mal gucken, was wir noch rauskriegen können. Ich habe jetzt das Wellnessprogramm gemacht und sowas. Ne? Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, das im Hotel einfach einzuchecken. Kann auch sein, dass das nicht funktioniert, von wegen halten Sie den Bus an. Aber ich wollte es wenigstens mal probieren. So, halten Sie den Bus an, schreist du den Fahrer entgegen, aufregend. So wie dieser Film mit dem Bus, der nicht schneller als 50 Meilen pro Stunde fahren darf. Oder waren es weniger als 50? Ohne dich auch nur eines Blickes zu würdigen, deutet der Fahrer auf die Plakette, nicht mit dem Fahrer sprechen. Da du so schnell nicht aussteigen wirst, kannst du die Zeit auch nutzen, um mehr Informationen zu erhalten. Okay, geht es etwas genauer? Na toll. Ich frage mal nach den Arkaden, da wird uns erklärt, wir wissen ja, wo die sind, deswegen überspringe ich das mal. Ich gucke mich ein bisschen um. Finde ich jetzt halt nicht so weit interessant, weil wir gleich wieder beim Strand sind, aber vielleicht mal gucken. So, diese Leute haben wohl komplett den Verstand verloren. Was zur Hölle? Warum hat dir keiner gesagt, dass du dich hier ausziehen sollst? Und nun wollen die, dass du dein Hab und Gut in eine Hütte einschließt, die verdächtig nach einem Plumpsklo aussieht? Du... Ich brech mal ab, wenn ich das überhaupt darf. Nicht mit mir, rufst du Ezekiel mit vor stolz geschwollter Brust entgegen. Niemand zwingt mich zu. Bevor du deine heroische Begründung erläutern kannst, macht sich die Gruppe bereits auf. Allein lassen sie dich bei den Dünen zurück. Verdammt, wozu nützt dir Stolz, wenn niemand Zeuge davon wird? Verloren siehst du dich um. Was jetzt? Zur Beachbar? Okay, wir gehen mal zur Beachbar. Mal gucken. Wir können das immer noch machen, da kommen wir dann direkt zu den Arkaden. Aber wir können auch noch mal vorher im Hotel richtig vorbeigucken. Mal schauen. So, der Strand. Das Kreischen der Möwen. Ein endloser weißer, naja, brauner, okay, vielleicht eher grauer Strand und das Rauschen der Wellen. Sauberes, naja, potenziell sauberes, denn die Algen sind zu dicht im Wasser. Am Wasser. Du wanderst durch den Sand dem Meer ein wenig näher und bist neugierig auf das, was es hier zu entdecken gibt. Die See ist zwar nicht stürmisch und es herrscht Ebbe, dennoch ist der Strand von Innsmouth wohl kaum der richtige für Touristen. Er ist einfach zu grau. Nichts verbindest du so sehr mit Urlaub wie... Na, das Meer. Fernsehen im Hotel. Das Meer, der endlose Ozean, der irgendwo am Horizont in den Himmel überragt. Der hypnotische Rhythmus der Wellen. Ein Urlaub hier ist so viel besser als bloß ein weiterer Barbesuch in der Kneipe nebenan. Du nimmst dir vor, in Zukunft öfters mal Tagesausflüge in heruntergekommene Küstendörfer zu wagen. Gedankenverloren wanderst du weiter über die Dünen. Jegliche Farbe des Meeres und des Strandes scheinen regelrecht verschluckt von den eigenartigen Lichtverhältnissen hier. Du hältst die Hand vor dein Gesicht, deine Haut scheint gräulich und matt, dennoch fühlst du dich entspannt. Das Rauschen des Meeres klärt deinen Geist. Du fühlst ein tiefe Sehnsucht in dir aufsteigen, das Gefühl von Freiheit und inneren Frieden. Bis die Technomusik einsetzt. Der monotone Beat erscheint direkt von der Beachbar zu kommen, die einige hundert Meter weiter von einem Dutzend Menschen umringt ist. Bedenkt man das wechselhafte Wetter, ist das keine wirkliche Überraschung. Die Sache ist, das hatten wir auch schon, deswegen zum Käfig. Ja, dann muss ich mir ja reinsetzen, ich gehe zur Strandbar. Das Geschrei der Möwen wird mehr und mehr übertönt durch Technobeat, den du den frühen 90ern zuhörst. Ein Ton mehr brauchen manche Menschen nicht. Ein Ton in Endlosschleife. Ein bisschen mehr ist es schon, aber es ist halt auch, also aus der Zeit, relativ monoton. Gerade in Techno-Szene. Also, es ist, elektronische Musik ist nicht nur Techno, da gibt es noch viele, viele Unterstufen, aber Techno ist halt, genau wie Minimal oder sowas, relativ monoton. Der Besitzer der Strandbar hat sich große Mühe gegeben, die Defizite in Innsmouth auszugleichen. Die Bar ist eine Konstruktion aus Brettern, einem ansehnlichen Barregal und einer exotischen Überdachung, die tatsächlich aus zusammengebundenen Palmen gebastelt wurde. Zugegeben, die Palmen sind noch nicht mehr grün, sondern so grau und ausgetrocknet, als habe ihnen ein Dämon die Lebenskraft ausgesaugt. Aber immerhin kann man sich vorstellen, dass all dies mal ganz nett ausgesehen haben muss. Die Bar wird von hölzernen Barhockern flankiert und ein paar Meter weiter Richtung Ozean werden zwei Reihen von Liegestühlen errichtet, damit sich die Leute bereits in die Horizontalen bewegen können, wenn sie sich betrinken. Von weitem sah die Bar belebt aus, doch nun, als du angekommen bist, stellst du fest, dass die Party schon vorüber ist, wenn sie denn je stattgefunden hat. Ein Dutzend Menschen hängen hier rum, wie Zombies torkeln vereinzelte Surfer-Dudes durch die Gegend, einen leckeren Cocktailglas in jeder Hand. Einige von ihnen schreien: Party! Woo!
Ja, diese Art Mensch. Ein Typ mit langer Mähne und Sonnenbrille wippt den Kopf mit Techno-Beat und schlägt mit der flachen Hand auf die Bartheke. Von der Bedienung ist nichts zu sehen. Einer der Touristenfamilien, die dir vorher auf dem Weg hierher schon mal ins Auge gefallen war, hat sich auf den Klappstühlen ausgebreitet. Sie suchen eindeutig Distanz zur Partygesellschaft. Du siehst dich um, an der Bar Platz nehmen, auf den. Ich geh mal hier hin. Es kann nie schaden, kurz die Wirbelsäule auszuruhen. So kannst du gestärkt deine Mission wieder aufnehmen oder was auch immer. Die meisten Stühle sind frei. Alle bieten eine exzellente Sicht auf das Meer und den zunehmend wolkenverhangenen Horizont. Bleibt die Qual der Wahl. Natürlich begibst du dich in die Nähe der anderen Urlauber. Ich mach mal Abgeschiedenheit. Bloß weg von den ganzen Trubel. Du entscheidest dich für den Klappstuhl, der am weitesten entfernt ist von der Strandbar und deren Besuchern. Dennoch bist du nicht allein. Es ist die Familie, die du heute schon des Öfteren erspäht hast. Gut gelaunte, ständig futternde Eltern sowie deren mürrische Kinder ein Geschwisterpaar. Mit ihren lauten Gegacker und geschmacklosen Touristenoutfits ist das Quartett schwer zu übersehen. Mit Softdrinks haben sie es sich auf dem zentralen Dien gemütlich gemacht. Das ist gar nicht mal so übel. Da stets am Horizont, was die stets am Horizont lauernden dunklen Wolken machen dich zwar misstrauisch, im Moment aber könntest du glatt meinen, du seist im Urlaub, an einem Strand. Du bist technisch gesehen zwar schon die ganze Zeit da, die ganze Zeit da war jedoch diese un. Was? Du bist te. Du. Bi Blablabla. Entschuldigung. Das bist du technisch gesehen zwar schon die ganze Zeit, da war jedoch dieses ungute Gefühl von Gefahr im Anflug, eine Paranoia, die du nicht abschütteln konntest. Die Paranoia ist nun fort. Eine kühle Meeresbrise liebkost dein Gesicht. Die nervtötenden Gespräche, die anderen Urlauber scheinen zu verstummen. Du lauschst dem Chor der Wellen. Das regelmäßige Kommen und Gehen des Meeres hat eine meditative Wirkung auf dich. Und dir fallen die Augen zu. Na super. Es ist kalt, regelrecht durchgefroren bist du nun, nachdem du dich doch eigentlich ganz bequem auf eine der Liegestühlen ausgebreitet hattest. Du könntest schwören, im Halbschlaf einen Schemen wahrgenommen zu haben. Da war eine schattige Gestalt, die dich unter den Armen gepackt und weggetragen wollte und die du müde und entnervt weggescheucht hast unter Androhung von grober Gewalt. War das ein Traum? Ein kühler Wind peitscht über dein Gesicht. Verdammt, dieser Fall bringt dich noch um. Du liegst da wie ein Totenstarre. Deine Bemühungen, dich in eine kuschelige Embryo-Haltung zu begeben, werden mit einem stechenden Schmerz ins Gesäß bestraft. Es ist irgendein unglücklich platzierter Balken der Liege. Teuer kann die nicht gewesen sein. Verdammte Geizhälse, murmelst du schwach und stürzt dich in eine aufrechte Position. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und alle anderen Urlauber sind verständlicherweise verschwunden. Vermutlich sitzen sie jetzt in einem warmen Hotel, anstatt sich wie du im Moment den Hintern abzufrieren. Das grüne Mondlicht erhellt den Strand und das Meer. Grün? Die Natur ist einfach faszinierend. Als du deinen verspannten Hals dehnst, bemerkst du weiter nördlich Lichter in der Ferne. Die Nacht ist angebrochen und mit jeder weiteren Minute scheint es kühler zu werden. Die Lichter scheinen sich zu bewegen und weiter weg aus der Stadt zu führen. Du überlegst, ob du dir das Spektakel näher anschauen solltest oder lieber das warme Hotel aufsuchst. Anscheinend langsamlich. Oh, Entschuldigung. Bin gegen das Mikrofon gekommen. Meine Nase juckt irgendwie die ganze Zeit gerade schon. Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, ob das mit dem Hotel viel bringen wird. Aber bin ich am Strand entlang? Ich glaube nicht. Wir werden wahrscheinlich wieder sterben. Was soll's? Der Tag ist ohnehin gelaufen. Vielleicht gelingt es dir ja wenigstens aufzuklären, was das für Lichter in der Ferne sind. Schweren Schrittes stapfst du über den Strand. Dann fällt dir auf, dass die Lichter tanzen. Sie stehen nicht still, sondern zucken hin und her. Moment mal. Du bist am Strand. Es ist Nacht. Hektische Lichter? Das ist zweifellos. Ein Sexkult? Eine UFO-Sekte, eine Rave-Party. Weiß, kann ich mir hier nicht vorstellen. Ich mach mal eine UFO-Sekte. Eine UFO-Sekte. Diese Nerds malen sicher Kornkreise in den Sand, also Sandkreise sozusagen. Was wohl die Lichter bedeuten könnten? Diese Idioten versuchen mit einer Art Morsecode fliegende Untertassen zu lange zu bringen? Nein, das ist doch hier der Mob, der da durch die Straßen gestriffen ist, ne? Der Marsch hat ein Ende. Etwas unentschlossen stehst du auf einer Düne und lässt das Schauspiel auf dich wirken. Es sind 20, vielleicht 30 verkleidete Menschen, die sich hier am Strand nahe der Wellen versammelt haben. Leicht bekleidet, die
Blöße nur mäßig bedeckt von Lumpen und Netzen. Mit Leuchtstäben fuchteln sie in der Luft herum und legen dabei einen sinnlichen und scheinbar unkontrollierbaren Tanz hin. Die Masken, die die Leute tragen, kommen dir aus Film und Fernsehen bekannt vor. Entstellte Gesichter mit Glubschaugen und wütenden, verzogenen Mienen. Erinnert dich ein bisschen an Voodoo, aber hier an der Küste von Neuengland? Du bist dir nicht ganz sicher, ob du nun doch Zeuge einer Rave-Party bist oder eines exotischen Fruchtbarkeitsrituals. Die Akustik lässt leider ein wenig zu wünschen übrig. Anstelle der klaren Techno-Beats, die die Ausstattung des Strandbar produzieren konnte, verlässt man sich hier auf Gesang. An der Nummer müssen die Leute aber noch feilen. Wirr und ohne jedes Taktgefühl wiederholen die Menschen immer wieder denselben Refrain. Okay, ich mach mitmachen nicht, dann werden die auf mich aufmerksam. Ich schau mal zu. Auf dem kühlen Sand der Düne machst du es dir gemütlich. Eine gute Entscheidung. Die Aussicht auf die tanzende Horde ist perfekt. Ein wirres, absurdes Spektakel. Und exotisch. Eine solche Darbietung hättest du in einem Café Innsmouth niemals zugetraut. Die Männer und Frauen recken ihre Körper in den unmöglichsten Winkeln, singen ohne Unterlass ihr zugegeben etwas eintöniges Liedchen. Minutenlang drehen sie ihre Kreise auf den mit glühender grüner Sprühfarbe markierten Schauplatz, reiben sich einander, die ganzen Wilden unter den Akteuren schlecken sich sogar untereinander ab. Du musst natürlich die Nase rümpfen, ich mach da nicht mit. Also, ich weiß, dann sterben wir. Eine solche Darbietung ist vermutlich das Highlight für diese Landmäuse. Sich mal so richtig gehen lassen, einmal im Jahr und die restlichen 364 Tage stocksteif verbringen. Das wäre nichts für dich. Mit diesen selbstzufriedenen Gedanken betrachtest du das Schauspiel weiter von deiner erhöhten Position aus. Das Programm scheint in den nächsten Akt überzugehen. Eine weitere Truppe Amateurschauspieler schließt sich der Tanzgruppe an. Sie kommen direkt aus dem Meer und tragen Kostüme, die eher zur Halloween-Party passen als zu einer Rave-Party. Die grün schimmernden Kostüme sind schon seltsam und ergeben für dich nicht viel Sinn. Zweifellos bewegen die Männer sich auf Stelzen. Sie übertragen die Tänzer um mindestens einen Kopf. Überragend. Lange, viel zu lange Arme baumeln von vorgereckten Schultern und enden einen klauenbewehrten Händen. Wie soll man denn damit tanzen? Von den Helmen mal abgesehen. Deformierte Mäuler, eingefallene Nasen und Glubschaugen, sie erinnern dich an Aufnahmen aus Tiefsee-Dokumentationen. Die kostümierten Leute werden herzlich begrüßt und mischen sich unter das Volk. Dann fangen sie an zu, wow, gut, diese Party ist definitiv ab 18 eine mutige Wahl für ein Programm der Tourismusbranche. Du bedeckst deine Augen. Wir sehen natürlich weiter fasziniert zu. Was jetzt noch fehlt, sind Nachos oder Popcorn. Gebannt stürzt du dich auf den Oberschenkel ab und lehnst dich nach vorne. Ein Glück, dass du dem Treiben aus einer kleinen Entfernung zuschaust, denn für dieses Schauspiel müssen die Betreiber ganz sicher Eintritt verlangen. Was du hier siehst, findet man gewöhnlich nur auf die buiosen Webseiten. Erzählt man sich jedenfalls. Mittlerweile wälzen sich alle der hinzugestoßenen kostümierten Figuren mit den Tänzern im Sand. Niemand singt mehr. Die monotone Refrain ist leisem Dönen gewichen. Du beginnst dich zu langweilen. Nach einem aufregenden Start hat die Orgel rasch an Reiz verloren. Du gibst der Aufführung maximal 5 von 10 Seesternen. Na toll. Vielleicht wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Noch ein bisschen länger anschauen. Ja, natürlich machen wir das. Ich will wissen, ob das ganz große Viech auch noch kommt. Wo du schon mal hier bist, leider vergeudest du deine Zeit. Mehr überraschende Wendungen hat die Aufführung nicht zu bieten. Zugegeben, die plötzliche Orgel ist schwer zu toppen. Als du die Hoffnung auf einen vierten Akt bereits aufgegeben hast, tut sich dennoch etwas. Die kostümierten Darsteller lösen sich nach und nach von ihren Partnern und verlassen die Veranstaltung. Genauer gesagt, wandern sie den Weg zurück, den sie gekommen sind. Ins Meer. Der Schauplatz, vor kurzem noch eine Tanzfläche, ist nun gepflastert von schwer atmenden, selig lächelnden Akteuren. Du kannst nur Vermutungen anstellen, was genau der tiefere Sinn dieser Darbietung war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit warst du Zeuge einer Live-Kunst. Ja, natürlich. Naja. Eine weitere Anekdote, mit der du beim Barmann daheim in Boston angeben kannst. Oder Gott bewahre deiner Familie. Das war's für dich. Kompliment an die Laiendarsteller, die sich noch immer nackt miteinander regeln und das bei diesen kühlen Temperaturen. Du kannst es kaum erwarten, in ein warmes Bettchen zu steigen. Bleib nur zu hoffen, dass diese Bilder bis dahin aus deinem Kopf verschwunden sind und dich nicht um den Schlaf bringen. Du klopfst dir den Sand von der Kleidung und trittst den Weg zum Hotel an. Okay, ich dachte, da kommt jetzt wirklich noch was und dann ist vielleicht Sense. Aber
Anscheinend nicht. Ich meine, kommen wir überhaupt noch ins Hotel rein? Ein grauer Schleier legt sich über die Stadt. Dieses Licht der Sonne wird regelrecht aufgesogen und mit ihr jegliche verbliebene Wärme. Obwohl Innsmouth ein langweiliges Küstendorf ist und vermutlich keine Straßengangs hat, fällt dir ein Stein vom Herzen, als du die Giebel des Gilmun Hotels erkennst. Schließlich hast du dich durch die letzten Straßen hindurch verfolgt gefühlt. Verfolgt von Schemen, die nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen sind, sobald du in eine Gasse einkehrst. Schemen, die noch immer da sind und in den Schatten auf dich lauern. Das spürst du genau. Schon bald bist du in Sicherheit. Die wachsende Paranoia, der ständige Blick über die Schulter, bald kannst du alles vergessen. Die einzige Bewegung, die heute noch nötig sein wird, ist der Griff zur Bourbonflasche. Der Parkplatz vor dem Hotel ist mittlerweile komplett leer. Sind etwa alle Besucher abgereist? Hat Innsmouth überhaupt so etwas wie eine Touristenhauptsaison? Die Eingangspforte wurde zum Glück nicht abgeschlossen. Überhaupt scheint alles exakt so zu sein wie heute Nachmittag, als du das Hotel verlassen hast. Keine Menschenseele. Die Kronleuchter erhellen deinen Weg ins Foyer und die knarzenden Dielen begrüßen dich. Als du das Foyer betrittst, wirst du deinen Augen kaum trauen. Am Anfang wartet niemand anderes als Cornelius Gilman III. In der exakt selben Pose, in der du ihn verlassen hast. Erreglos, was steht ihr am Tresen? Den Concierge begrüßen? Grüß dich. Den vermutlich einzigen Menschen im Gebäude kannst du nicht einfach komplett ignorieren. Vermutlich schlenderst du zum Tresen und nickst Cornelius zu. Ach, wie schön, sie zu sehen. Ich hoffe, ihr Aufenthalt in Innsmouth war angenehm. Oh, toll. Ja, ganz toll, entgegnest du automatisch, so wie du das immer machst, wenn dir ein Kind eine besonders hässliche Zeichnung präsentiert. Fantastisch. Dann hoffe ich, sie haben einen angenehmen und festen Schlaf. Du nickst erneut, höflich ist er ja. Für eine Weile stehst du noch da und lächelst den Concierge unsicher an. Wenn das hier ein unheimlicher Lächelwettstreit ist, hat er gewonnen. Nicht, dass das jemals zur Debatte stand. Du schreitest die Treppe hinauf zu deiner Etage, schlenderst den langen Korridor entlang, bis du zur Gabelung mit den trügerischen Spiegeln gelangst. Kurz wirfst du einen Blick auf deine Erscheinung. Du siehst einfach hinreißend aus, ganz schön abgekämpft, ja. Ganz schön abgekämpft aus. Vermutlich so wie jeder, der Urlaub in einer Stadt wie Innsmouth macht. Kommt es dir nur so vor oder sind deine Augen heute irgendwie aufgequollen? Ein Grund mehr, dein Zimmer aufzusuchen. Du wagst dich tiefer in das bizarr verästelte Labyrinth des Stockwerks vor. Nachdem du dich bloß ein einziges Mal verlaufen hast, stehst du auch schon vor deiner Tür. Leise schließt du die Tür auf und trittst ein. Na sowas. Es ist kaum nötig, das Licht einzuschalten. Du trittst an eines der Fenster und blickst hinaus zum Sternenhimmel. Ein riesiger, merkwürdig grünleuchtender Mond erhellt dein Zimmer wie ein Scheinwerfer. Die ganze Einrichtung scheint unter einem unwillkürlichen Schleier zu liegen. Leider hat das Gebäude keine Jalousien, um dich ein wenig abzuschirmen. Na großartig, aufs Bett fallen lassen, im Bad frühen. Ja, komm. Wie ein nasser Sack lässt du dich aufs Bett fallen. Deine Kleidung wechseln kannst du immer noch, wenn du tot bist. Oder genauer gesagt, unterbezahlte, schlecht gelaunte Bestattungspraktikanten können das für dich dann erledigen. Die sollen sich bloß nicht beschweren. Immerhin sind sie am Leben. Mit diesen Gedanken dämmerst du dahin, obwohl du doch nur kurz Probe liegen wolltest. Der Übergang in den Traum ist fließend. Gerade schließt du die Augen, schon bist du woanders und hast plötzlich ganz andere Sorgen. Du rennst durch verwinkelte Gassen in ein trostlos graues Labyrinth. Das heitere Lachen eines kleinen Kindes ist zu hören. Wenn du sie doch nur einholen könntest, dann könntest du sie retten und sie nach Hause bringen. Du sprintest den Weg entlang und biegst um eine Ecke, dann um die nächste. Die Gasse erstreckt sich weiter vor dir. Doch nirgends ist ein Mensch zu sehen. Was war das? War das dort hinten ein Schatten am Ende der Straße? Eine Silhouette einer verzerrten Gestalt? Langsam wird dir bewusst, dass dir jemand folgt. Die Gestalt, die du in der Ferne siehst, verschwindet bereits um die nächste Ecke. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Die Gassen winden sich in unmöglich Verästelung durch die Stadt. Nichts daran ergibt Sinn. Nichts davon hat noch annähernd mit wirklicher Stadtplanung zu tun. Es fühlt sich an, als rennst du freiwillig in den Rachen eines Monsters. Und ganz plötzlich ist der Weg so eng, dass du die Gasse nur durchqueren kannst, indem du dich seitlich hindurchschiebst. Was immer auch hier hinter dir ist, es kommt näher. Viel Zeit bleibt dir nicht. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt wirklich bloß in einem Traum sind oder ob das passiert.
Es bringt nichts, ewig diesem endlosen Labyrinth zu folgen. Mit angehaltenem Atem wendest du dich von engen Gassen vor dir ab und sieht die Straße hinunter, die du soeben entlang gerannt bist, um dich dem Verfolger zu stellen. So sehr du es auch versuchst, deine Augen weigern sich, es direkt anzusehen. Der mit fuchtelnden Tentakel bewaffnete Fleischball, der selbst nur ein kleiner Auswuchs der eigentlichen unförmigen, unmöglichen Kreatur zu sein scheint, reicht aus, um dich verzweifeln zu lassen. Du siehst es direkt an. Es war doch nicht so schlimm, denkst du dir, als du die Augen war halt doch ein Traum. Schreiend erwachst du aus dem Schlaf. In einer hektischen Bewegung schmeißt du die Decke vom Bett. Was für ein Traum. Zum Glück ist er vorbei. Noch immer ist dein Zimmer in das grünliche Licht des Mondes getaucht. Es muss noch tiefe Nacht sein. An Schlaf ist erstmal nicht mehr zu denken. Wir gucken mal raus. Du näherst dich dem Fenster. Schon vor Weitem blendet dich das Licht des Mondes. Alles in einem unwirklich grünen Schimmer getaucht. Die herrschaftlichen Häuser gegenüber, die verwahrlosten, wild wuchernden Hecken am Bürgersteig, der mit Fackeln bewehrte Mob, der in deinem Zimmer hochblickt. Was? Sie starren zu dir hinauf. Es ist schwer zu sagen, um wen es sich bei den vermummten Menschen handelt, ohne dich in Vorurteile vergehen zu wollen. Gehst du davon aus, dass es sich um die braven Bürger der Stadt Innsmouth handelt? Vereinzelte Gestalten deuten mit ihren Fackeln auf dein Zimmer in der höheren Etage. Dann humpeln sie auf dem Hoteleingang zu. Ob diese Damen und Herren etwas über verschwundene Kinder wissen? Du trittst die Flucht an. Ja. Mit pochendem Herzen schnappst du dir deinen Trenchcoat und schleichst aus den Zehenspitzen zur Tür. Genug Zeit vergeudet. Der Teppichboden dämpft glücklicherweise die meisten deiner Schritte. Nur hin und wieder gibt es einen morschen Dielen ein verräterisches Ächzen von sich. Du hastest den Flur entlang, bis du an die Gabelung ankommst. Du nimmst den Weg, geh bloß zum Foyer. Dein erster Impuls ist, das Hotel zu verlassen und der einzigste Ausgang, den du kennst, befindet sich nun mal im Foyer. Mit etwas Glück ist der alte Mr. Gilman noch im Dienst. Du bist dir nicht ganz sicher, ob du an seinem Tresen ein Telefon gesehen hast, aber die Chance besteht, dass er euch die Polizei herbeistellen kann. Dein Herz klopft immer schneller. Atemlos rennst du durch die Korridore und läufst dem Mob in die Arme. Zwei Dutzend in Kutten gehüllter Fremder stehen im Gang vor dir versammelt. Lediglich ein Mann hat seine Kapuze über die Schulter geworfen, sodass du sein bizarres Antlitz ertragen musst. Glubschaugen, eingefallene Wangen und Pupillen, die du nur aus deinem Tierreich kennst. Wie nett, dass du dich zu uns herbemühst, krächzt er sichtlich zufrieden. Wo uns die Zeit doch davonläuft. Okay, spricht die Gruppe im Chor. Mit den Armen holt er weit aus und macht einen Schwung. Im schwachen Licht des Foyers machst du für den Bruchteil einer Sekunde etwas Glitzerndes aus. Dann richtet sich all deine Aufmerksamkeit auf deine Kehle. Es ist unmöglich zu atmen und da ist dieser Schmerz, der sich erbarmungslos ausbreitet. Die Fremden wiederholen ihre merkwürdigen Sätze, während du in die Knie gehst. Du kannst spüren, wie Blut deinen Hals hinabrinnt. Dein Blick senkt sich auf den Teppich. Du meinst, in der Finsternis viele verwaschene dunkelrote Flecken im Stoff erkennen zu können, aber vielleicht bildest du dir das auch einfach nur ein. Ein Opfer für die Götter. Du wirst Dagon als Opfer dargeboten. Gratulation? Weiß man nicht genau. Aber die Sache ist, warte mal, wir hatten jetzt Strand. Ne, bei Marsch anwesend wollen wir nicht. Das Ding ist, das letzte Kapitel ist jetzt aber im Dings, ne? Ich mach mal Strand, weil ich will wir konnten ja hier, glaube ich, noch zu den Arkaden. Oder? Ich versuch's mal, weil das wollte ich eigentlich noch wissen. Weiter zur Strandbar. Weil ich konnte, hatte, glaube ich, noch mal die Möglichkeit, zu den Arkaden zu gehen. Ich weiß, wir können jetzt auch die Dings machen, aber... Ah, toll, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Suche dieses Mädchen. Okay. Wer es möchte, kann sich durchlesen, aber ich weiß, das wird noch ein bisschen gehen und langsam macht mein Rücken wieder Probleme. Und das sollte ja die letzte Folge sein. Deswegen, man hat es schon, glaube ich, gemerkt, ich habe ein bisschen Hinne gemacht mit Vorlesen. Und ich weiß halt nicht, ob diese Texte jetzt hier so großartig wichtig für ein anderes Ende sind. Ach so, toll, jetzt penne ich ja hier. Also komme ich wieder ins Hotel zurück, wa? Ich gehe schon mal zum Hotel. Aber kann ich... Nein, ich kann nicht weg. Wir gehen gleich hoch. Ja.
Sonst muss ich halt in ein anderes Kapitel nochmal rein. Sorry dafür, aber mich interessiert halt, was passieren würde. Das war, glaube ich, wenn ich jetzt das Gimmel Hotel lade. Da ist es ja noch am Tag. Hä? Was habe ich denn nur? Am besten einschlagen? Das wollte ich aber nicht. Mann! Ich wollte gerade sagen, wir gehen mal ins Stadtzentrum. Wie gesagt, wen das interessiert, was da ist, weil jetzt kommt wahrscheinlich bloß wieder die Oma hier. Weil das hatten wir ja alles. Was zum Fick? Maulwurfsmenschen. Ich mache es jetzt mal nicht ganz so schnell, aber ich will halt bloß wissen, was passiert, wenn wir Tabitha oder Dings Verkaufslächeln auf. Die Kirche von Dagon ist also vorher eine Religion. Ah! Aber ich meine, man kann es ja auch sich selber holen. Ich würde zwar raten im Angebot, weil das wirklich bloß 2 Euro, aber hey. Okay, ich kann jetzt auch noch zur Kirche. Ich mach mal gegen. Mann! Die Gassen, ja. Ich will zu den Arkaden. Ich sollte vielleicht nicht so schnell tippen. So. Weil das ist das Einzige, was ich noch machen wollte. Nostalgie, warte mal, ich muss ja Spiel anschauen. Da weiß ich wenigstens, dass er auf jeden Fall kommt, Ballerspiele. Natürlich Boom, hatten wir glaube ich auch gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich krieg das noch zusammen. Deckung ist. Game over. Toll. Ach nee, Quatsch, ja, im Kreis rennen. Ernsthaft, Alter. Das kann doch nicht sein. Oh, warte mal, wir gehen mal zum Rathausplatz. Leider Kapitel. Sorry, wir kriegen das noch hin. Ja, die Gassen. Weil ich das Spiel verkackt habe. Ich weiß halt nicht, ob, wenn ich jetzt rumfrage, ob dann großartig ne, was anderes passiert. Spiel anschauen. So. Boom. Wir stellen uns an. Okay, strategisch. Dann was im Kreis laufen. Ja. Ja. L3. Oh Gott, nicht zu schnell. Nach etwas treten? Nee, ich sehe hinab und da haben wir sehr schon. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir? Okay. Warte nicht zu schnell. Netter Trick ist falsch. Machen wir netter Trick. Lalala, na gut, dann gebe ich ihn da wieder und jetzt das. Folgen. Okay. Du willst demonstrativ mit der Polaroid vor ihrer Nase. Deine Mutter hat mir das hier aufgeschrieben und wir gehen jetzt dahin. Das Mädchen klatscht dich mit den Händen auf die Stirn. Sind sie blöd schön, dann gehen wir halt. 1:0 für dich. Okay, das wollte ich bloß. Hierhin wollten wir. Die Altstadt hat, das ist keine Überraschung, weit weniger touristische Attraktionen zu bieten als das Stadtzentrum, Fischgräten, Kompost und sonstiger Müll, den die Anwohner auf der Straße entleert haben. Leiten dich wie ein grüner Teppich in das Wohnviertel. Hier gibt es keine gruseligen Springbrunnen, dafür gruselige Fischer, Männer, deren Haut so weit
wettergegerbt, geschuppt und verformt ist, dass man meinen könnte, in einer benachbarten Chemiefabrik habe ein schwerer Unfall stattgefunden. Es braucht keinen detektivischen Spürsinn, um zu verstehen, dass man hier gerne unter sich ist. Einfache Menschen, die in einen einfachen Hütten aus Bruchsteinen oder Holzbrettern leben. Das Holz der Behausung ist an einigen Stellen so vermodert, dass es pechschwarz verfärbt ist. Doch für Elendstourismus ist keine Zeit. Mit Tabitha an der Hand marschierst du frohen Mutes durch die Viertel. Shoggoth Avenue 43. Du bist dir sicher, dass die Adresse hier ganz in der Nähe ist. Dein Leben könnte so einfach sein, wenn du Stadtpläne korrekt lesen könntest oder Tabitha ein wenig kooperativer wäre. Ich wohne hier wirklich nicht, quengelt sie einmal mehr und versucht ihre Hand aus deinem Griff zu zupfen. Immerhin macht sie dir keine Zähne. Als Kindesentführer dazustehen, das hätte dir gerade noch gefehlt. Das Mädchen ist eher bockig, als hätte all das nichts mit ihr zu tun. Du schiebst ihr Verhalten auf Beansmove. Natürlich. In einem solchen inzestiösen Niemandskaff sind die Kinder verdammt mittelmäßig. Keine Sorge, Liebes, säuselst du und zerraust Tabitha dabei die Haare. Kinder lieben das. Er quiekt sie. Hey, es liegt nicht an dir, es ist die Stadt. Du hättest niemals wirklich eine Chance. Wovon reden sie eigentlich? Fragt das Mädchen, während es versucht, seine Haare wieder in Ordnung zu bringen. Alles wäre so einfach, wenn du mir ein wenig entgegenkommen würdest. Setzt du an. Ich bringe dich nach Hause. Deine Mutter gibt mir all euer Geld. Alle sind glücklich. Tabitha rollt übertrieben mit den Augen. Für ein kleines, deformiertes Mädchen ist sie ganz schön frech. Alter, musst du jetzt so auf dem Aussehen rumhacken? Ihr biegt in eine schmale Seitengasse ein. Mittlerweile seid ihr wirklich weit ab vom Schuss. Geschäfte hast du schon länger keine mehr gesehen. Nicht einmal ein Kiosk. Du könntest schwören, dass die Leute dir Blicke zuwerfen. Leider sind es nicht die Art Blicke, die dir gefallen. Tabitha quengelt weiter. Sie hören mir einfach nicht zu. Verdammt richtig. Bisher funktioniert diese Herangehensweise nämlich echt gut. Du unterbrichst die höhnische Rede, die du dir überlegt hattest, denn zwei Fischer lässig an ein Fass gelehnt sehen euch interessiert an. Leise flüsternd fährst du fort. Und jetzt lass uns das zu Ende bringen und du musst mich nie wiedersehen. Tabitha macht dicke Backen. Na gut. Es vergehen nur wenige Minuten, da lacht dir das Glück in Gestalt des Straßenschildes entgegen. Shoggoth Avenue. Mit einem optimistischen, dann wollen wir mal. Was? Zerrst du Tabitha tiefer in die dunkle Gasse, in die Dahlia Marsh zu wohnen behauptet. Gerade mal 3 Meter breit ist hier eher von einem Gässchen die Rede. Unebene Bodenplatten, verrottete Holzplanken, umgekippte Mülltonnen, aufgebrochene Fässer, aus denen verfaulter Fischkadaver hervorquellen. Wo ist nun das Anwesen dieser wohlgesitteten Dame? Die ganze Situation versetzt dich mit Skepsis. Abrupt bleibst du stehen, um die Lage zu sondieren. Tabitha gibt an, ausnahmsweise keinen Murren von sich, sondern steht folgsam neben dir. Es ist nicht seltsam, dass eine Frau von offensichtlichem Stand wie Dahlia Zuflucht in einer runterkommenden Hinterhof Einöde sucht. Ihre Kleidung und ihr Gebaren nachzuurteilen, sollte sie sich Besseres leisten können. Oder trüben etwa deine Vorurteile Insmov gegenüber dein Urteilsvermögen. Die Rattengroßfamilie, die zu euren Füßen eine Seemöwe zerfleischt, stimmt dich nachdenklich. Ich habe es mir anders überlegt, lass uns von hier abhauen. Wir liefern ab. Da ist sie, Shoggoth Avenue 43. Unwillkürlich streichst du mit der flachen Hand über den Stoff deines zerknitterten Trenchcoats. Das hier ist ein wichtiger historischer Moment deiner Familienkarriere. Ein gelöster, vermisster Fall. Das ist die Art von Publicity, der dir dein Gesicht auf der Cover örtlicher Magazine und in das Lokalfernsehen bringen kann. Mit Tabitha im Schlepptau hechtest du an das kleine Tor und presst den Daumen für mehrere Sekunden gegen die Klingel. Die Klingel über dir ein Türschildchen mit der Aufschrift, was Hawthorne prangt. Boah, Alter! Das war laut. Den Klingelschildnamen ansprechen? Warten. Dein anfänglicher Enthusiasmus bekommt einen beträglichen Dämpfer, als auch nach dem 5. Sturmklingeln niemand die Tür öffnet. Okay. Zwar war es so abgemacht, dass du ihre Tochter hier abliefern würdest, aber selbst eine vor Kummer und Sorge verzweifelte Mutter muss inzwischen mal das Haus verlassen. Das Haus, in dessen Türschild ein fremder Name angebracht ist. Vielleicht ist sie ja nur schnell Lebensmittel einkaufen. Wie lange wollen sie denn jetzt hier warten, meldet sich Tabitha zu Wort. Solange es nötig ist, verdammt. Geben wir deiner Mutter noch eine halbe Stunde. Ja, solange es nötig ist, zischst du die Kleine an. Du hast die Provision so gut wie sicher. Du wirst diesen Auftrag nicht vermasseln, indem du vor der Zielgerade plötzlich kehrt machst. Reiß dich zusammen, herrschst du das Mädchen an, wobei du eher mit dir selbst sprichst. Ist ja gut.
Du wartest, wie du noch nie im Leben gewartet hast. Die kleine Tabitha hat sich mittlerweile ihrem Schicksal ergeben. Sie hat aufgehört, darum zu flehen, dass du sie aus deiner Gefangenschaft entlässt und sie nach Hause gehen darf. Sie ist zu Hause, verdammt. Mangels Alternativen lässt ihr euch auf den schmalen Treppenstufe nieder, die zur Tür und damit ins Haus führt. Der einzige Fleck, der nicht mit Dreck besudelt ist, wie der Rest der Gasse. Nach 20, 30 oder vielleicht 60 Minuten ruhst du deine Augen aus. Bloß für einen Moment, weiter nichts. Als du sie wieder aufmachst, ist Tabitha verschwunden. Dafür hast du eine andere Gesellschaft bekommen. Zwei Fischer haben sich dir genähert, lautlos, ohne dass du es bemerkt hast. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Grüne Augen funkeln schadenfroh. Na super. Das hatten wir ja schon, ne? Jetzt habe ich ihn drauf gekriegt. Ich dachte, ich könnte die wirklich... Ja, wir waren ja in Gefangenschaft. Na super. Also wirklich da irgendwie abliefern und die machen dann was eventuell mit dem Mädchen. Das war jetzt so mein Gedanke, was da passieren könnte. Ist aber anscheinend nicht. Na, ist toll. Aber, weiß ich gar nicht. Wir müssten ja am selben Ding sein. Nee, das ist was anderes. Hey, mir fällt dir angesichts der Umstände nicht ein. Mit einem Seufzer wendet sie sich zu dir zu. Gut geschlafen? Dein Kopf fühlt sich an wie ein fast einziger blauer Fleck. Okay, wer bist du? Fährt es aus dir heraus? Diese Frage hätte zwar etwas formeller verpackt sein können, aber angesichts eurer Situation ist der Zug wohl abgefahren. Kate, ist mir ein Vergnügen, antwortete die Frau monoton. Ich bin aus dem exakt selben Grund hier wie du, vermute ich. Lustlos imitiert sie eine Fistelstimme. Mein kleines Mädchen ist verschollen. Ich mache mir solche Sorgen. Ah, lol! Also sind wir nicht der Einzige. Eine akute Darstellung von Daya musstest du zugeben. Und dass du sie nickt knapp in... Was? Sie nickt knapp in Richtung des friedlich schlummernden Surfer-Dudes ist Lonnie. Der hat hier Urlaub gemacht. Sie lacht leise. Was passiert jetzt mit uns? Eine von unzähligen Fragen, die dir gerade durch den Kopf schwirren, innerhalb... Was immerhin in den Top 3 aller Fragen. Neben, wie kann dich ein degenerierter Mann aus Infos so leicht K.O. schlagen und wäre der telekinetische, begabte, fiese Mutantenzwilling aus diesem Horrorfilm aus den 80ern vielleicht ganz nett geworden, hätte ihm seine Eltern nicht, was, Belail, sondern Steve getauft? Die Frau runzelt die Stirn. Wie zur Hölle soll ich das wissen? Sie wendet den Blick von dir ab, starrt wie schon zuvor die metallene Tür am Ende des Raumes an. Scharrendes, rasselndes Geräusch. Die Tür wird geöffnet. Ich schätze mal, das finden wir jetzt raus. Schwer zu sagen, was schlimmer ist, das Quietschen des rostigen Scharniere oder das Licht, das den Kellerraum durchflutet und deine Augen blendet. Eine Gestalt kommt näher. Deine Augen brauchen einige Sekunden, um sich anzupassen und wahrzunehmen, wer vor dir steht. Es ist ein Cop und er ist nicht allein. Der Polizist blickt mit einem schmierigen Grinsen auf dich herab. Dann macht er sich am Schloss deiner Zelle zu schaffen. Aus dem Augenwinkel siehst du, dass weitere Besucher... den Zellenraum betreten. Sie scheinen wenig amüsiert von der Situation, auf der wulstigen Unterlippe kauernd behalten sie dich und die anderen beiden im Blick. In den Händen halten sie Leinensäcke? Nee, ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen, sagt der Kopf im Plauderton. Wäre ja echt unangenehm, wenn Besucher so einen schlechten Eindruck von Innsmouth bekommen. Er öffnet die Zelle und grinst dich an. Und du kommst jetzt mit. Es sind 3, nein, gleich 4 gegen einen. Deine Leidensgenossen steckt noch in ihren Zelle. Du müsstest ganz schön bescheuert sein, um irgendwas zu versuchen. Aber du bist nun mal bescheuert. Du wartest noch, bis Kates Zelle aufgeschlossen wird. Der Chef der Cops ist nun auf sie konzentriert. Deine Zeit ist gekommen. Der ohnehin verunsicherte Cop neben dir hat gar keine Zeit, sich zur Wehr zu setzen. Mit dem Zorn der Gerechten beflügelt rammst du ihm den Ellenbogen gegen die Stirn und er geht zu Boden. Jetzt geht alles sehr schnell. Leider nicht in deinem Sinne. Entgegen deiner Hoffnung stimmt Kate nicht in die Schlägerei mit ein, sondern betrachtet mit besorgter Miene etwas hinter dir. Na klar, da waren ja noch 2 Handlanger. Alles wird schwarz. Spätestens nachdem das Auto die 3. gepflasterte Straße überquert hat, hast du aufgehört, die Zeit oder die Anzahl deiner blauen Flecken einzuschätzen. Du hast es mittlerweile aufgegeben, dich in eine aufrechte Position zu regeln und stößt während der Fahrt immer wieder gegen Kate und
den nur was und dennoch immer friedlich benebelten Surfertypen. Dieser ist mittlerweile wohl aus seinem Dämmerschlaf erwacht und gibt bei jeder holprigen Kurve Party und Woo unter seinem Leinsack von sich. Deine persönliche ewige Racheliste ist mittlerweile einem Insmo von Antlitz der Weltbombenplan gewichen, der dir weit pragmatischer in seiner Ausführung erscheint. Die Fahrt nimmt kein Ende. Ich spreche mal mit Kate. Während du so da liegst, gefesselt, geknebelt und vermummt in der Dunkelheit, bekommt dir der Gedanke, dass dies die perfekte Gelegenheit ist, die Frau neben dir besser kennenzulernen. Während eure geknebelten Körper auf der wackeligen Fahrt hin und her rollen, grübelst du darüber nach, was du ihr sagen sollst. Du räusperst dich. Sie sind also Privatdetektivin? Yep. Kate lässt das P laut ploppen. Nee, poppen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Haben sie das Mädchen finden können? Haben sie eine heiße Nacht mit Mr. Marsh verbracht? Was? Oder mit Mrs. Marsh? Haben sie das Mädchen finden können? Fragst du in der Dunkelheit. Was folgt ist Stille vom steten Brummen des Motors und dem Quietschen des Reisens abgesehen. Einfach nur Stille. Während du so da liegst, gefesselt, geknebelt und vermummt in der Dunkelheit, entschließt du dich einfach abzuwarten. Welche Hürde dir das Leben wohl als nächstes stellen wird? Plötzlich verlagert sich euer Gewicht, es muss wohl bergab gehen. Der Wagen rollt noch holpriger als zuvor, bis er abrupt zum Halten kommt. Die Türen des Vans öffnen sich quietschend und werden wieder zugeknallt. Stimmen sind draußen zu hören? Recht viele Stimmen, ein gemeinsames, heiteres Lachen. Die Tür zum Laderaum, in dem man euch transportiert hat, wird nun aufgeschlossen. Und unter dem Ansporn, los, 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 packen mehrere Hände deine Waden und zerren dich aus dem Van hinaus. Jetzt sind es schon weit mehr Hände, die sich fest um deinen Arm, Schultern und, wie du pikiert feststellen musst, auch Hüfte geklammert haben. Unangenehm, irgendetwas sagen, ich halte mal die Klappe. Das bringt nämlich sowieso nichts. Du beschließt, diesen Gang mit Würde zu beschreiten und abzuwarten. Vielleicht sind diese Gentlemen ja eher eine Unterhaltung zugeneigt, wenn sie dich abgeliefert haben, wo immer das auch sein soll. Der Stress und die Verantwortung, unschuldiger Touristen zu entführen, zu knebeln und ins Nirgendwo zu transportieren, muss schwer auf ihren Schultern lasten. Mit einem Ruck wird dir die Kapuze vom Kopf gerissen. Ihr befindet euch am Strand? Das Meer plätschert in weiter Ferne, es muss gerade Ebbe sein. Du und deine Lieblingsgenossen sind eingekreist von mehreren finstern, dreinblickenden Männern, denen nur noch Fackeln und Heugabeln fehlen, um den Hinterwäldler-Eindruck perfekt abzurunden. Ja, das kennen wir ja irgendwo ja schon, ne? Ihr Anführer steht vor euch und deutet auf das, was vor euch liegt. Zackige Felsformation, offenbar ein gut versteckter Weg, der wohl in das Innere einer Felsgrotte führt. Geht ein bisschen steil abwärts. Passt auf, wo ihr hinlatscht, ne? Wenn ihr nicht von Stalaktiten aufgespießt werden wollt. Ich mache jetzt keinen blöden Spruch. Du lagst fast richtig mit den Fackeln. Die Dörfler verteilen altmodische Öllampen unter sich, bevor ihr euch in die Höhle begebt. Schon nach wenigen Schritten sind deine Schuhe mit Salzwasser durchsogen, doch das nimmst du nur am Rande wahr. Die Lampen vor dir enthüllen immer neue Pfade, Windungen und Kurven, und nach einer gefühlten Ewigkeit fragst du dich, ob ihr womöglich schon ganz Innsmouth unterwandert habt. Wo man euch hinführt... Ja, ich kann doch... Als der Weg einigermaßen eben zu sein scheint, riskierst du einen Blick um die Schulter. Zwei deiner Entführer gehen direkt hinter dir. Zwischen ihnen kannst du im flackernden Schein eine Lampe das Gesicht von Kate erkennen. Ihre ernste, harte Fassade hat mittlerweile Risse bekommen und mit sichtbarer Besorgnis starrt sie in die Dunkelheit, die vor euch liegt. Bevor du Lonnie innerhalb eurer Karawane ausmachen kannst, rempeln dich deine Hintermänner an. Schau da vorne, du Sack! Nachdem ihr entsetzlich lange als kleine Lichtinsel durch ein Meer von Dunkelheit und gefährlichen Abhängen gepilgert seid, erkennst du in der Ferne endlich ein flackerndes Licht. So simpel doch genug, um dir die Hoffnung zu verleihen, dass ihr nicht in die unterirdische Finsternis sterben werdet. Als ihr euch der Lichtquelle nähert, erkennst du zwei Männer in dunklen, seltsam gemusterten Roben. Beide tragen je eine Fackel in den Händen und dazu gezackte Stäbe, die Mistgabeln immerhin verdammt ähnlich sehen. Es ist alles vorbereitet, ruft euch einer von ihnen zu. Der Mann, der vor dir geht, winkt nur zurück, ohne diese Bemerkung mit einer Antwort zu würdigen. Zu gerne würdest du wissen, was vorbereitet wurde, aber dein Gefühl sagt dir, dass du es ohnehin gleich zu sehen bekommst. Ihr folgt den beiden in einem schmalen Gang, der offenbar in den Felsen der Höhlen eingemeißelt wurde.
Mit Ornamenten verzierte Säulen tragen die Höhlendecke. Die Wände des verwinkelten Ganges, durch den ihr nun schreitet, scheinen ganz klar eine von Menschenhand erschaffene Konstruktion zu sein und gleichzeitig sind sie es nicht. Je nachdem, in welchem Lichteinfall du dich umsiehst, scheinen sich die Winkel deiner Umgebung zu ändern. Dann seid ihr angekommen. Endlich! Ich merke schon, das wird eine relativ lange Folge werden, aber ich wollte die letzte Folge machen. Also, und ich wusste, ja, egal, wir ziehen jetzt durch. Ihr seid am Ziel angelangt. Deine Augen brauchen einen Moment, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, die von lodernden Feuern erhellt wird. Eure Gruppe betritt den Saal, dessen Decke von vier breiten Säulen gestützt wird. In dem Moment, in dem du durch den Torbogen trittst, schnürt sich deine Kehle zu. In der Luft liegt etwas, das dir den Atem raubt. Der Geruch von Tod und Verwesung. Und schlecht Arten. Du kannst bereits die Quelle dieser Dunstwolke erkennen. Ein riesiger Mob wehrt mit, was sollte es anderes sein? Fackeln und Heugabeln wartet auf der anderen Seite des Saals bereits darauf, euch in Fang zu nehmen. Das lodernde Feuer der Fackeln verleiht allem eine höllische Untermalung. Als ihr näher tretet, wird ihr erst bewusst, dass sich im Zentrum der Halle ein Abgrund in der Tiefe erstreckt. Waren eure Schritte bisher das einzigste Geräusch, das durch die Gemäuer schallte, hörst du jetzt noch etwas anderes. Das ferne Rauschen des Meeres. Deine Fluchtchancenanalyse, ich gehe mal weiter. Es ist unheimlich still. Unter Beobachtung der gruseligen Gestalten führt man euch auf die erhöhte Plattform. Du wagst einen Blick in den Abgrund, um dessen Tiefe abzuschätzen, kannst jedoch kein Ende erkennen. Oder so jubelt die Menge, jubelt die Meute und schwenkt die Fackeln. Einer der Entführer schneidet eure Handfesseln in zwei, dann reiht man euch auf, eure Reise-Eskorte zerstreut sich in alle Richtungen. Dein Instinkt sagt dir, dass jede falsche Bewegung deine letzte sein könnte. Zu dritt seht ihr euch nun einer riesigen Meute der feinsten Exemplare gegenüber, die Innsmouth zu bieten hat. Der Blick emotionalloser Glubschaugen ruhen auf dir, ein monotoner Chorgesang entspringt dem aufgequollenen grauen Lippen. Das lese ich jetzt nicht vor. Irgendwas mit Cthulhu. Nach einer gefühlten Ewigkeit teilt sich die Menge. Eine hochgewachsene Gestalt in einer schwarzen Kutte kommt zum Vorschein und tritt langsam auf euch zu. Ehrfürchtigen Blickes sehen die Dorfbewohner ihr nach. Die Zeit scheint stillzustehen, während die mysteriöse Figur auf euch zuschreitet. Und wieder was mit Cthulhu erzählt, ne? Im Schatten des mysteriösen Fremden folgt eine gedrungene Gestalt mit fliehenden Knien, die verschrobene Sorte, von der du heute schon so viele Exemplare gesehen hast. Der Kuttenträger hüllt sich in Schweigen, stattdessen ergreift sein Helfer das Wort. Und nochmal mit Cthulhu. Ne? Die aufgequollenen, milchigen Augen des kleinen Mannes schweifen über die Versammelten, deren Chor mit jeder Wiederholung leiser wird. Brüder und Schwestern, beginnt der Mann zu sprechen. Dagon wird es euch danken, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Die heutige Opferung wird geleitet von der Kuttenträger hinter ihm, breitet die Arme aus. Gary! Okay, alles klar, Gary. Kollektives Stöhnen geht durch die Menge. Der Kuttenträger lässt seine Arme schlaff herabfallen. Sein Helfer sieht verunsichert zu ihm, dann humpelt er zurück in die Anonymität der Menge. Der Vermummte stemmt seine Hände in die Hüfte. Wirklich, Leute, wirklich? Diese Frage lässt er einen Moment im Raum stehen. Glaubt ihr, diese Einstellung hilft mir weiter, diese Messe zu leiten? Glaubt ihr, das macht mir Spaß? Schweigen, Gary zustimmen. Jo, ich stimme mal Gary zu. Ne? Eine gute Moderation ist zum Teil auch abhängig vom Publikum. Meldest du dich zu Wort. Wenn kein Interesse am Thema besteht, kann selbst der beste Redner nichts machen. Ein zögerliches Raunen geht durch die Menge. Gary dreht sich zu dir um und mustert dich fasziniert, so als würde er dich zum ersten Mal überhaupt bemerken. Das danke. Er zeigt auf dich genau das. Er sieht um die Schulter zu seiner Gemeinde. Wenn ihr nämlich hier nicht mitmacht, könnten wir genauso gut alle nach Hause gehen. Aus dem Augenwinkel nimmst du wahr, dass Kate dich unglaublich anstarrt. Ein paar Leute aus dem Mob verdrehen die Augen, der Rest blickt beschämt zu Boden. Entschuldigung, murmelt die Leute vereinzelt. Vorschlagen, dass alle nach Hause gehen? Ich halte mich raus. Die kleine Krise der Aufbewohner scheint bewältigt. Gary fokussiert sich wieder auf eure kleine Gruppe. Er greift zwischen die Falten seines Gewands und bringt einen golden verzierten Dolch zum Vorschein. Das niedere Volk nimmt einen Gesang wieder auf. Garys Stimme donnert nun durch die Hallen. Die Sterne stehen breit. Drei Außenseiter haben wir für den großen Tag der Ernte. Dagon selbst wird entscheiden, ob ihnen Gnade zuteil wird oder ihr Blut den Ozean färben wird. Dein Herz beginnt zu pochen, als du diese Worte hörst. Gnade ist also eine Option. Vielleicht besteht ja noch Hoffnung für dich. Dieses Opfer bringen wir dir da, o Vater Dagon, Mutter Hydra. Der Priester richtet den Dolch auf euch. Wer von euch will als erstes Urteil Dagons? Ich melde mich mal freiwillig.
Ach, was soll's. Es ist schon wie damals im Sportunterricht in der Schule. Wenn man nicht irgendjemand mit gutem Beispiel vorangedauert, ist hier ewig. Du hebst die Hand. Gary hebt einen entzückenden Laut von sich, den er gleich darauf mit einem gekünstelten Hustenanfall zu vertuschen versucht. Ein freiwilliger Priester Dagon ist. Ich schätze mal, wir sind der Einzige, der das mal freiwillig macht. Deswegen hoffe ich mal, dass wir da vielleicht Absolution erwarten. Die Einheimischen aus Innsmouth mustern dich skeptisch. Was soll ich jetzt tun? Okay. Ach, was passiert jetzt? Was muss ich tun? Kultpriester Gary sieht dich ratlos an. Ja, Entschuldigung, dass ich hier etwas ungewohnt. Das ist das erste Mal in der Geschichte des Ordens, dass sich jemand freiwillig meldet. Wir, also normalerweise müssen wir die Leute in den Abgrund zerren. Da wollen sie auch nichts erklärt bekommen. Bitte demonstriere mal, wo ich stehen soll. Ich stelle mich mal hin. So, der Priester macht eine aufschweifende Geste und weist zum Rand des Abgrundes. Während du dich an die Position stellst, die er dir zugewiesen hat, wird dir ein wenig flau im Magen. Der Dolch ist nun direkt auf dein Gesicht gerichtet. Die Spitze der Waffe kommt dir bedenklich nahe. Bitte nicht ins Gesicht. Bitte nicht das Gesicht, alles nur nicht das Gesicht. In den Schatten der Kutte kannst du ausmachen, dass der Hohepriester den Mund verzieht. Diese Stadtmenschen, keine Sorge, Dagon will sicher nichts davon, entgegnet er, während er mit dem Dolch Bewegung über dein Gesicht macht. Dir bleibt keine Zeit zu überlegen, was er damit gemeint hat, denn schon holt der Priester mit seiner Waffe aus. Der Hohepriester greift nach deiner Hand, sein Griff ist deutlich fester, als du von einem überempfindlichen Mann namens Gary erwartet hättest. Entschlossen schneidet er mit dem verzierten Dolch tief in deine Handfläche. Ein segnender Schmerz breitet sich in deinem Arm aus. Ist dieser Dolch eigentlich desinfiziert worden? Hat er keine anderen Sorgen, der Mann? Stille erfüllt den Saal. Das einzige Geräusch, das du noch wahrnimmst, ist das Rauschen deines eigenen Blutes im Kopf. Dein pochendes Herz, das aus deinem Brustkorb zu bersten versucht. Der Hohepriester packt dein Handgelenk und hält deine Hand über den Abgrund. Blut träufelt aus deiner offenen Wunde in die alles verschlingende Dunkelheit. Dieses Opfer bieten wir dir da, oh Vater Dagon, gröhlt er dem Abgrund entgegen. Ist da unten wirklich jemand oder was? Deine Eingeweide verkrampfen sich, vielleicht war es das schon. Wollen sie nur ein wenig Blut in den Abgrund träufeln? Das können sie haben, sogar mehrere Liter, solange man dich nur gehen lässt. Irgendwas mit Cthulhu stimmt der Chor erneut. Die Strophe wird mit jeder Wiederholung lauter. Das Rauschen des Meeres scheint lauter zu werden. Wellen peitschen gegen die Felswände. Nein, das sind unmöglich Wellen. Nervös versuchst du zu schlucken. Jetzt erst merkst du, wie trocken dein Mund geworden ist. Grollen, Peitschen, was immer es ist, es wird lauter. Kommt näher. Besorgt riskierst du einen Blick hinab in die Dunkelheit. Unser Opfer ist würdig, ruft der Hohepriester und macht einen Schritt zurück. Du würdest es ihm gleich tun, doch dein Körper ist wie erstarrt. Da geschieht es. Dunkle grüne Tentakel kriechen aus dem Abgrund hervor und regeln sich im Licht der wenigen Fackeln in der Halle. Dein Verstand verzweifelt daran, zu verarbeiten, was du gerade siehst. Die dunkle Oberfläche, die du weigerst dich... Was? Die dunkle Oberfläche, du weigerst dich, diese Abnormalität als Haut zu bezeichnen, scheint das Licht nicht zu reflektieren, sondern zu absorbieren, geradezu verschlingen, ein sich windelndes Knäuel aus Schatten. Mehrere Tentakeln schnellen vor und wickeln sich wie eiserne Fesseln um die Gliedmaßen und andere Stellen deines Körpers. Es würde zu viel Zeit beanspruchen, aufzulisten, wo genau diese Tentakel überall berühren. Und man würde nicht übertreiben, wenn man sagt, sie sind überall. Panik vernebelt deine Gedanken. Du nimmst nicht wahr, wie Kate und Lonnie mit vor Entsetzen verzerrten Gesichtern zurückweichen. Wie eine Puppe wirst du abrupt hochgehoben und in die Tiefe gerissen. Nach einem Flug durch die Finsternis tauchst du in das Meer. Ein Salzwasser fließt durch deine Atemwege. Die Tentakel hören auf, an dir zu reißen, halten dich plötzlich still. Als du die Augen öffnest, blickst du in das gelbe Schimmern riesige Auge. Die Pupille hat diese seltsame, andersweltliche Form, wie du sie in Tiefseedokumentationen gesehen hast. Ein gelbes Auge ist das Letzte, was deine menschliche Form jemals wahrnimmt. Dann beginnt deine Transformation. Meine Transformation? Darum hatte ich jetzt auch akzeptiert. Eine große Ehre, ne? Supi. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge geworden ist, aber ich quatsche hier schon fast durchgängig 2,5 Stunden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das nochmal so lange geht. Aber ich wollte eigentlich bloß wissen, was ist, wenn der Tabitha da abliefern, wo sie eigentlich hin soll. Und interessant, was dann noch alles passiert ist. Und es war ja noch nicht alles, aber wir wurden als Opfer akzeptiert. Ich wollte jetzt als letztes bloß nochmal gucken, was wir für Trophäen bzw. Enden erhalten haben. Ne? Das war das jetzt aber nicht, ne?
Das Rauschen des Meeres, ne? Ich weiß nicht, ob das. Ah! Okay, ich weiß nicht, ob das das Größte oder das Beste ist, was man erreichen kann, weil wir wurden ja akzeptiert. Ich hätte mich auch weigern können, dann hätte ich vielleicht noch was anderes von denen gekriegt. Nichtsdestotrotz, ich will es jetzt nicht ewig lange ziehen, das Spielchen. An sich ganz nice, ist halt viel Vorleserei und das geht halt schnell bei mir dann irgendwann auf die Stimme, deswegen mache ich eigentlich nur kurze Dings, ne? Kurze Vorleserunden meist von einer Stunde, jetzt ist es 2,5, vielleicht hört man es, ich weiß es nicht genau. Ansonsten, ja, ich finde sowas halt immer interessant, weil es für mich so für mich die Möglichkeit bietet, selber drüber nachzudenken, wo vielleicht die Reise hingeht, auch wenn das hier nicht so gut funktioniert hat, weil viele Wendungen ziemlich plötzlich kamen, irgendwie weiß ich nicht. Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wie gesagt, wenn auch die ganzen anderen einen selber vielleicht erleben wollt, holt euch das Ding. Ich weiß, ich gucke eigentlich nicht unbedingt so auf den Preis und ne, aber gerade bei sowas. Ich stelle es mir halt nicht so aufwendig in der Herstellung oder in der Entwicklung vor, weiß ich nicht. Es kostet halt 15 Euro normal. Wie gesagt, ich würde es vielleicht sagen, wenn es im Angebot ist, da hat es für mich halt auch plus 2 Euro gekostet. Ja, müsst ihr selber wissen. Auch wenn man viele verschiedene Dings hat, aber ich will das jetzt auch nicht runterspielen. Ich weiß, das hört sich so an, aber ja, vielleicht habe ich auch schon zu viele andere Indie-Spiele gespielt, in derselben Preisklasse waren, wo man halt irgendwie gefühlt mehr hatte. Ich weiß es nicht. Also nicht mehr Story, aber vielleicht bin ich dann da auch doch ein bisschen Grafikhure, ich weiß nicht. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es da gefallen. Wie gesagt, wenn ihr die anderen Sachen sehen wollt, gibt es auch YouTube-Videos, das sind alle Enden, aber wenn man es vielleicht selber ein bisschen rausknobeln will, und wie gesagt, im Angebot kostet bloß 2 Euro. Ihr könnt natürlich auch 15 Euro bezahlen, wie ihr wollt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Ich schätze mal, aber morgen wird wieder etwas Actionlastigeres kommen. Dann auch wieder mit Cam. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß trotzdem damit und ihr konntet meinem Gesäusel vernünftig folgen. Vielleicht auch was Gutes zum Einschlafen, wer weiß. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich morgen zu was anderem wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.